Mein Name ist Alexander Grühl. Ich bin Produktmanager für den Bereich Seetechnik bei Kuhn in Deutschland und präsentiere Ihnen hier den neuen Seewagen TT 6500. Der TT 6500 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Maschine sowohl mit einer Einzelkornseemaschine bis zu 9 Meter Arbeitsbreite, einer bekannten Seatflex-Seeschiene bis zu 9 Meter Arbeitsbreite oder einem 6 Meter breiten Strieger-Striptilgerät zu kombinieren. Der Seewagen bietet Ihnen mit dem großen Volumen von 6500 Liter die Möglichkeit einer hohen Schlagkraft, da Sie Weizen zum Beispiel bis zu 4900 Kilogramm oder Dünger von bis zu 6500 Kilogramm transportieren können. Neben der 6500 Liter Variante bieten wir Ihnen auch noch eine 3500 Liter Variante an. Diese können Sie ebenso mit einer 6 Meter Einzelkornseemaschine, dem Striptilgerät Strieger oder eben einer Seatflex Seeschiene kombinieren. Bei der Entwicklung der Maschine haben wir viel Wert darauf gelegt, dass der Fahrer hohen Komfort hat. Somit ist die Maschine serienmäßig ISOBUS-fähig. Sie können das über das CCI-Terminal oder über Ihr Traktor-eigenes Bedienterminal bedienen. Des Weiteren verfügt die Maschine natürlich auch über die bewährte Zellenraddosierung. Hier können Sie einfach über die Öffnungsweite die Dosiermenge einstellen und haben somit für die tägliche Arbeit einen hohen Komfort. Die Seeschiene Seatflex ist ein Parallelogramm-Seeschar mit 35 cm Schar-Schritt. Das heißt, wir können hier auch bei widrigen Bedingungen, wenn es sehr feucht ist zum Beispiel, eine gute Arbeit ablegen. Das Seeelement Seatflex ist neben den Doppelscheibenscharen, die offset angeordnet sind, auch mit einer großen Tiefenführungsrolle ausgestattet, die dafür sorgt, dass das Seeelement auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten sehr ruhig läuft und das Saatgut entsprechend angedrückt wird und einen perfekten Bodenkontakt hat. Das Maxima Seeelement ist für nahezu alle Saatgutarten geeignet. Einfach durch Austausch der Seescheibe kann die Maschine problemlos umgebaut werden von Mais auf Rüben bzw. sogar Raps. Durch die großdimensionierten Tiefenführungsrollen sowie das Parallelogramm ist die Maschine nicht nur auf der Mulchsaat, sondern auch auf gepflügten Böden oder bis hin zur Direktsaat geeignet. Ausrüstungsvarianten gibt es an der Maxima unzählig viele, so kann der Kunde frei wählen sowie die Maschine exakt für die Bedingungen anpassen, die benötigt werden. Wenn Sie für diese oder weitere Kuhn-Maschinen Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Kuhn-Händler bzw. auf www.kuhn.de.